Du acht etwas nach oben. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh. Moin moin ihr Lieben, einige von euch haben sich gewünscht, dass ich mal was anderes mache als immer nur Minecraft spielen und ich habe mir was beschafft und hier unten steht Dauerwerbesendung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie gestellt bekommen habe, dass ich das bezahlt bekommen habe, dass ich Geld dafür bekomme, dass ich das sage. Ich erzähle es euch, weil ich begeistert davon bin und mache das kostenlos und freiwillig. Trotzdem, um sicher zu gehen, dass nicht irgendein Anwalt mir ans Bein pinkelt, steht hier Dauerwerbesendung. Ja. Ich habe mir den Microsoft Game Pass gegönnt. Das ist eine Beta-Phase aktuell. Da installiert ihr eine Xbox-App auf eurem Windows 10-Rechner und habt damit Zugriff für 1 Euro im ersten Monat und danach 3,99 Euro im Monat auf 100 aktuelle Spiele. Ich habe mir zum Beispiel hier diesen Flight Simulator, der normalerweise 80, 90 Euro kostet, installiert. Ich habe mir Forza installiert. Also ihr seht, da sind ein paar coole Dinge dabei, für die sich das Geld schon lohnt. Wer nach der Beta einsteigt, ich habe keine Ahnung, wann das abläuft, der zahlt 10 Euro im Monat. Aber auch das finde ich noch fair für echt gute Spiele, dauerhaft verfügbar. Und ja, ich habe den Flight Simulator installiert und habe ihn gerade zum allerersten Mal gestartet. Das heißt, ich bin jetzt in der Config und ich sehe schon, er schlägt mir von sich aus eine Config vor, passend an dem, was er von meinem Betriebssystem bzw. von meiner Hardware erkennt. Ich sehe schon, wenn er sagt, Grafik hoch, aber nicht ultra, brauche ich wohl bald mal wieder eine neue Grafikkarte, wie es aussieht. Na, schauen wir mal. Okay, wir lassen das einfach mal auf hoch. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Also von daher, wir müssen uns daran tasten. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie die Tasten belegt sind oder sonst was. Aber mir gefallen diese Ladescreens zwischendurch schon extrem gut. Neuigkeit, komm hier, freier Flug, nichts lernen. Ich bin doch Pilot, kriegen wir hin. Nee, ich bin kein Pilot, aber... Abflugplatz. Ich möchte abfliegen in... Kann ich von Frankfurt fliegen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Oder muss ich das eingeben wie internationaler Flughafen? Nee, das geht nicht. Okay, dann fliege ich mal von... Ist gar nichts Deutsches dabei. Schade, ich wäre gern in Deutschland geflogen. Um zu sehen, ob die Welt wirklich so aussieht, wie sie aussieht. Ja, dann fliegen wir mal von New York aus. Einfach mal schön von New York fliegen. Und wir wollen nach... Ist ja egal, wir fliegen nach Seattle. Schöne Strecke. Boah, losfliegen, ne? Jetzt bin ich mal schwer gespannt, ob ich das hinkriege, ob ich die Kiste überhaupt vom Boden kriege. Seid ihr schon geflogen? Ich bin ein paar Mal geflogen. Mein letzter Flug ist allerdings jetzt schon wieder 10 Jahre her. Ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal im Flugzeug geflogen. Unglaublich. Beruflich bin ich immer Bahn gefahren, wenn es sich ergeben hat. Oder Auto. Und tatsächlich geflogen seit 10 Jahren nicht mehr. Und der Flug damals ging auf die schöne Insel Kos in Griechenland. Kann ich nur empfehlen. Aber mehr als eine Woche braucht ihr da nicht. So groß ist die Insel nicht. Außer ihr seid die absoluten Strandlieger und könnt 4 Wochen lang am Strand liegen. Dann könnt ihr das auch 4 Wochen lang machen, klar. Aber nur am Strand liegen ist für mich auch nichts. Der erste Teil Microsoft Flight Simulator Reihe wurde 1982 veröffentlicht. Sogar ein Stück älter als ich. Über die Symbolleiste können Sie Karten, Checklisten, Flugsicherung und mehr zugreifen. Na klar, machen wir alles. Wenn Sie eine Verschnaufspause auf dem Flugfeld brauchen, nutzen Sie die aktive Pause. Die aktive Pause. Okay. Können jeden Ort der Welt ansteuern. Da steht doch, Sie können jeden Ort der Welt ansteuern. Wieso muss ich denn Amerika starten? Oh, das lädt aber echt lang, ne? Lädt er jetzt tatsächlich die Live-Karten runter, wie es aussieht? Würde ich jetzt mal vermuten, wenn das so lange dauert. Aber es dauert. I'm ready. Okay, we're starting.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Cessna 876.567. Ich bin heute Ihr Flugkapitän und heiße Sie willkommen an Bord. Wir machen heute einen schönen Rundflug von New York City nach, ich habe keine Ahnung, was ich ausgewählt habe, Seattle, nach Seattle, und ich wünsche Ihnen einen schlaflosen Flug. Drücken Sie zum Lösen Handbremssteuerung irgendwas. Ich hätte mal besser lesen sollen. Okay, Steuerung irgendwas. So, haben wir gemacht. Drücken Sie zum Halten, zum schrittweise erhöhen die Leistung. Gas erhöhen, vorwärts. Ah, nun Block war aus. Steuerung, Komma. Ah, jetzt hat was geklickt. Okay, Parkbremse haben wir lose. Aber welche ist jetzt die welche ist jetzt... Okay, Bild nach oben macht nur hier Chaos. Welche ist denn jetzt die Taste zum... oh, ich habe gerade den Tank umgestellt. Ich glaube, ich habe die Maschine ausgemacht. Da, Propeller dreht sich. Maschinen sind durch. Wir haben den Master-Alarm gelöst. Juhu. Oh ne, der Master-Alarm läuft noch. Aber wir haben einen anderen Alarm gelöscht. Gashebel. 83%, jawohl. Oh Leute, wir sind so gut wie am Abheben. Ich sehe es schon. Willkommen an Bord. Viel Vergnügen bei meinem ersten Flug. Was mache ich? Oh Gott. Oh Gott, wir sind alle verloren. Wo ist hier vorne? Ich sehe nichts mehr. Oh, da. Oh, fliegen wir oder? Nein, wir fliegen noch nicht. Ja, wir heben ab. Drücken Sie G. Ja, wir fliegen! Wir fliegen! F5. Landeklappen rein. Oder Startklappen, wie auch immer. Oh, wir stürzen ab. Wir, F5. Müssen wir wieder raus? Wieder raus. Sehr gut. Puh, über 110 Knoten, drücken Sie die Nase, drücken. 10. Oh, nein. Liebe Angehörige, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre... Ich bin nicht schuld! Man hat mich ans Steuer gelassen! Ich habe doch gar keine Fluglizenz! Wer gibt mir denn auch ein Flugzeug? Ich kann doch nichts dafür! Egal, wir starten neu. Wir starten neu. Ich bin der Flugkapitän, wa? Ich wünsche Sie alle herzlich willkommen bei Air Berlin. Ich mache hier die lustigen Ansagen, wa? So, den startet mal eben neu und dann mache ich das ganz genau so, wie es sein soll. Ah, komm hier, 91. Und wir schauen wieder hoch. Ah, herrlich. Hier, heute, jetzt flutscht es, jetzt. Ich habe es im Gefühl. Guck mal, hier kann ich links lenken und rechts lenken. Ich kann die Nase hochziehen. Und schon heben wir ganz geschmeidig ab. Alles gut. Macht euch keine Sorgen. Alles ist gut. Z. Alles easy. Ruhe bewahren. Ich bin hier der Kapitän. Wenn ich sage, alles ist gut, ist alles gut. Nicht so gut. Es war nicht so gut. Es... Hauptmenü. Ja,
Okay, wir belassen es dabei. Das war's mit der ersten Folge Flugsimulator. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann übe ich jetzt noch mal ein bisschen und dann zeige ich euch beim nächsten Mal, wie man es wirklich macht. Vielleicht mache ich doch die Flugschule mal durch. Hätte mir einer sagen können, dass ich vielleicht vorher mal den Flugschein machen sollte und mich mal schlau machen, wie man so ein Flugzeug überhaupt bedient. Das hätte vielleicht geholfen, damit ich hier, naja, egal. Wenn ihr Bock habt, schaut auch mal in meinen anderen Videos und es gibt auch immer wieder Livestreams. Meine Livestreams sind allerdings auf Minecraft aktuell, das heißt auf dem Server creefergames.net. Und ja, ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, euer Rouge83.